Ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Hallöchen, meine lieben Popöchen, und willkommen zu einem neuen Video. Und heute dreht sich alles um Liebe und Beziehungen und deren Eigenarten. Aber zuallererst kommen wir zu einem Kommentar aus der Kommentarsektion. Und zwar von Alicia Dolling. Hier ist ein Like, ein Abo und ein Char für den Algorithmus. Vielen Dank übrigens für die ganzen lieben Kommentare und die ganzen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Es freut mich immer sehr. Und Leute, damit ihr noch was zu lachen habt, es gibt heiße Gnus. Und zwar haben sich unfassbar viele von euch ein Gnu-Stofftier gewünscht. Ich habe eine erste Version bekommen. Bei dieser Version geht es aber nur um die Form des Gnus, nicht um das Aussehen. Dennoch musste ich unfassbar laut lachen, als ich das Paket geöffnet habe. Deswegen würde ich euch dieses Gnu gerne zeigen. Einfach, dass ihr was zum Lachen habt und dass ihr auch eure Änderungswünsche jetzt in die Kommentare schreibt für dieses Gnu. Denn als nächstes geht es um Farbe, Haare oder nicht, Augen und sonstiges. Heißt also, mein LSD-Gnu, herzlich willkommen. Erst einmal die berechtigte Frage, warum hat es blaue Hörner? Warum hat es hier oben Haare? Und was soll dieser Schwanz? Ich habe keine Ahnung, aber was ich weiß, es sieht von hinten unfassbar cute aus. Und darum ging es. Ich finde die Größe süß. Ich finde es kuschelig und süß. Und jetzt schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber haltet. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Hörnchen müssen auf jeden Fall heller werden. Die Streifen schwarz, die Haare schwarz hier hinten, dieser Streifen. Die Haare müssen ab. Der muss ein bisschen anders werden. Das sieht komisch aus mit den Haaren und die Hufen auch dunkel. Und die Augen. Die Augen müssen auch anders sein und der Grashalm muss auch raus. Sonst finde ich es mega cute. Schreibt gerne eure Meinung rein und dann habt ihr was zu lachen. So, jetzt würde ich aber sagen, fangen wir an mit ein bisschen Aufwärmen. Für euch, bevor wir in die Beziehung gehen, sind wir nämlich noch ein heißer Single, der sich nämlich beweisen muss in einer mehr als oberflächlichen Welt. Du redest zu viel. Jetzt tappen wir erstmal. Es gibt ja einen komischen TikTok-Trend, der ist doch so, oder? Ja. Müssen wir erstmal schön die Corsage schnüren, Leute, damit wir keine Luft mehr kriegen. Was fällt? Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, muss ich dran ziehen? Oh mein Gott, das ist ja grausig. Guck, oh Gott. Okay, nice. Let's go. Weiter geht's. Die Poolparty steht an, Leute. So. Hä? Ach so, ich muss jetzt da reinjumpen. Oh, geil. Hätte ich richtig Bock drauf. Dann kann ich auch hier gegen die Wand springen? Oh mein Gott. Okay. Geronimo. Die können aber ganz schön weit jumpen. Okay, wir gehen mal hier rein. Ich schaffe das jetzt. Vom... Was für ein blödes Game. Wer entwickelt denn sowas? Komm, ja, schön rein mit euch in die Ringe. Kann ich auch gegen die jumpen? Ja, verdammt. Aber egal, es hat trotzdem funktioniert. So, tap to start. Was zur Hölle passiert hier? Bin ich irgendwie Millionär, der sich hier die alle leisten kann und die laufen hier so schön mit mir ein oder was? Ich verstehe es nicht. Was ein Bullshit. Oh mein Gott. Was passiert hier? Okay, jetzt darf ich entscheiden, wer reinkommt oder nicht, oder? Zoe hat einen Freund. Raus mit dir! Hä, warum? Ach so, sie ist ein Freund. Ups! Not friend. Ach so, okay. Raus mit dir. Wir sind keine Freunde. Ja. Meine Zwillingsschwester darf rein. Not friend. Aber es kann doch noch Freundschaft werden. Warum soll ich alle die... Warum? Okay, raus mit dir. Die sehen halt auch alle gleich aus. Raus mit dir. Woher soll ich wissen, welche ist? Na, raus mit dir. Ich habe überhaupt keine Freunde. Es kommt gar niemand. Okay, also eine kommt und die anderen fünf waren nicht eingeladen. Wofür sind dann die ganzen Gläser da hinten? Und jetzt? Die Entwickler haben also nicht geglaubt, dass ich dieses Spiel finden werde und spielen werde und haben sich einfach dazu entschlossen, hier aufzuhören. Aber Leute, das ist kein Problem, denn auch wir haben jetzt Lust, vergeben zu sein und gehen auf zum nächsten Game. Yeah. So, Use Gender. Ich würde sagen, ich nehme sie. Jessie. Brown Hair, Gray Shirt, Brown Eyes. Also bei mir ist auch so, bei der Partnerschaft, das kann der perfekte Mann sein. Wenn der nicht das T-Shirt anhat, auf das ich stehe, dann nehme ich den nicht. Ich habe mir ernsthaft graues Shirt als Auswahl. Okay, dann ist sie es ja schon mal nicht. Nope. Auch nicht. Oh ja, es passt alles. Aber dein Shirt, sorry, Girl. Nope. Ja, natürlich, das ist er, gell? Der Smoky Eyes Man. Okay, er will ein Stück Kuchen. Jetzt muss ich ihn füttern. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie gruselig. Oh mein Gott, er frisst die besten Sachen weg. Ey, dieses Gesicht. Das ist richtig gruselig. Oh mein Gott, so kriegst du mich aber nicht rum, ey. Oh, fürchterlich. Dann lieber nicht lachen. So, also, was entscheide ich hier jetzt? Natürlich nehmen wir den Anwalt. Wir nehmen natürlich auch nur das Teure. Wir nehmen den Sänger. Weg mit dir. Und ja, wir nehmen nur die teuren Sachen und den Billionär nicht. Ach komm, wir nehmen die wahre Liebe. Was soll denn der Mist? Da fährt der Wagen weg.
Da fährt der Wagen weg, weil ich mich für die wahre Liebe entschieden habe. So ein Mist. Dekor your house. Ich muss mein Haus dekorieren. Okay. So, wir wollen auf jeden Fall mal einen Sessel. Aber der Computer wäre auch geil, Mensch. Ja, es gefällt ihm richtig, wie er da oben eingeblendet ist. So, yeah, girl. Do it, do it. Barstool. Wir nehmen den Mirror. Yes, yes, yes. Wir nehmen natürlich das hier. Ah, die Toilette brauchen wir doch auch. Was ist daran bitte schön schlimm? Wir brauchen einen Klo, Kerle. Oder wo willst du hinkacken? Von Amazon. Wir kaufen bei Amazon ein. Oh mein Gott. Bum, 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 bum. Die Toilette ist wichtig im Schlafzimmer. Ich wusste nicht, dass wir das Schlafzimmer einrichten. Aber hey, wir haben jetzt ein Bett. Oh, drag to match. Wen soll ich jetzt wohin draggen? Ach so, wo es hingehört. Sie träumt natürlich von Ringen, ne? Und er von Donuts. Wie sollte es auch sein? Was ist denn jetzt? Oh nein, wir spielen jetzt bitte kein Squid Game. Warum spielen wir jetzt Squid Game? Es hat überhaupt keinen Sinn. Hauptsache, man bringt diesen scheiß Trend hier jetzt irgendwie rein. Ist das doof? So, wunderbar. Weg damit. Yes, ich habe überlebt und er nicht. Was zur Hölle? Ist übrigens ganz wichtig, Leute, dass ihr in der Beziehung dieses Spiel spielt, weil das bindet euch. Nein, wir wollen nicht schon wieder Squid Game spielen. Blub, 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 blub. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ach so, ich darf jetzt so viel, wie ich gewürfelt habe, ploppen. Das ist irgendein neues Game. Davon wusste ich aber nichts. Was hat der für einen langen Finger? So, jetzt lass mich gewinnen, Mann. Yes, Mann. Ich plopp alles. Blub, 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 blub. Jetzt aber, ich hab gewonnen, so oder so. Er kann nichts daran ändern. Und ich habe 2 iPhones bekommen. Ja, ganz klar. Was ist das? Select your gift. Ja, komm, ich nehme das Kleine, ich bin genügsam. Oh, wow, ich habe Kohle bekommen und er? Oh nein, oh, wie gut, dass ich nicht gierig war. Wie gut, dass ich nicht gierig war. Hahaha, er hat einen Scheißhaufen bekommen. Oh, geil. A new home is available, go home. Oh, wir können jetzt für Werbung unser Haus pimpen und upgraden. Ganz toll. Ja. Oh nein, was spielen wir jetzt für ein Dirty-Spiel? Oh nein, die 4. Roll. Was bedeutet das jetzt? Nummer 6. Oh. 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 Okay. Ich spiele jetzt ihn. Ich verstehe. Denk dran, das Video muss grün bleiben. Oh, es hat sich wieder angezogen. Schade, aber auch. Oh. Very close. Was ist das? Ein Staubsaugerspiel. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir spielen ein Beziehungsgame und nicht Staubsaugerspiel. Oh, Stomage. I need to fart. Leave her alone, help her. Was zur Hölle mache ich jetzt? Also Dinge, die ich eigentlich nicht in einer Beziehung tue. Was muss ich jetzt tun? Ihr Bein ziehen, damit sie furzen kann? Hä? Oh nein, ich steck fest. Oh nein, was? Okay, wir helfen ihr zu furzen. Muss ich da irgendwie die Sterne einsammeln? Ach so, okay. So ein Scheiß. Und dann kann sie furzen, oder was? Oh mein Gott, Tab. Nein, ich will das nicht tun. Also meine ehrliche Frage. Hupst ihr für euren Partnern? Ich würde sagen, ich drücke es jetzt nicht direkt raus, aber es kann schon mal im Bett passieren. Aber gut, dann tun wir es. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie frisch zusammen sind. Ich finde es nicht schlimm, wenn man vor einer Partnerschaft in der Partnerschaft furzt voreinander. Aber wenn man sich frisch kennenlernt, dann okay. Oh mein Gott, so hilft man also jemanden zu furzen. Was ist denn das für ein Spiel? Tab, du Flasch. Ach, du... Oh. Und sie haben sich nie wieder gesehen. Hä? Okay, die Apps sind halt echt geil. Attention, no dating esse. Ach so. Oh, Jason schreibt mir eine Nachricht. Das muss ich jetzt alles... Boah, meine ganzen Affären muss ich jetzt unterbinden. Die ganzen Typen, die mir schreiben. Oh mein Gott, Hilfe! Und er darf nichts merken. Das sind aber ganz schön viele. Und zwar nur Typen. Das hört er gar nicht auf, ey. Ach du Scheiße. Oh, der Colin. Okay, und jetzt? Oh je. Oh, wir müssen uns jetzt die Decke wegziehen. Boah, da gibt's immer... Das ist übel Hass, sowas. Oh, nee. Sowas hasse ich. Also Decke wegziehen finde ich in der Beziehung auch ganz schwierig. So. Kannst du etwas anderes finden? Can you find a difference? Oh mein Gott, ja, Mann. Das da war ja voll schwer. Und das... Ey, diese Aufgaben machen mich fertig. Aber die müsst ihr alle machen, um eine glückliche Beziehung zu haben, Leute. Und ihr müsst auch immer den Geschirrspüler richtig schön ordentlich einordnen. Ansonsten wird es nichts mit der Beziehung. Wunderbar. Das sind die alltäglichen Dinge in einer Beziehung, die dafür sorgen werden, dass ihr euch ordentlich streitet. Glaubt mir. Okay, was kommt jetzt? Jetzt muss ich sie anmalen oder was? Aber dann schon mit Edding, würde ich sagen. So. Achso, ich darf mehrere Farben nehmen. Das ist doch schön. Da freut sie sich bestimmt drüber. So, dann malen wir noch schön die Lippen ein bisschen an. Wunderbar. Es ist so dumm. So, was muss ich jetzt tun? Aha. Und Knutschfleck. Ach so, ich muss meine Beweise... Ach so, ich gehe die ganze Zeit fremd. Was ist das für eine Beziehung? Oh, der perfekt geschnittene Kuchen. Auch das ist ein Trennungsgrund. Wunderbar.
Die Beziehung ist gerettet. Wir haben heute was ganz Wichtiges gelernt in diesem Video. Und zwar, in der Beziehung ist das Allerwichtigste, ob dein Partner dir beim Furzen hilft. Und wenn er es verweigert, dann trennt euch. Nein, Spaß. Sehr seltsames Game. Ich verstehe ja, dass Alltagssituationen wichtig sind für eine Beziehung, um zu schauen, ob man zusammenpasst. Das mit dem Furzen, vielleicht kam das bei jemandem vor. Schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, lasst es. Aber okay, lassen wir das einfach so stehen. Jetzt schaue ich ein bisschen Instagram. Instagram. Boah, wie er schaut, schau mal. Und wir sind, I love you, don't be noisy, sei nicht nervig. Okay, wir sind getrennt. Super, Leute. Wir sind Single. Und jetzt raus.